Einen guten Abend. Ja, es geht aber auch, ja, ich habe dagegen gestimmt, aber warum? Es geht auch nicht darum, ja, weil es nicht darum geht, dass wir Anträge beschließen, sondern es ging darum, dass die Regierung so handelt, dass sie ihrer Schutzverantwortung gerecht wird. Das wird nicht in Anträgen im Bundestag beschlossen, sondern das ist, hätte sein müssen, das aktuelle Regierungshandeln. Daran hat es gefehlt. Moin, bei einer neuen kleinen Episode Ein Sessel Buntes, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute haben wir es zu tun mit, ich möchte sagen, einer kleinen demokratietheoretischen Schulung, abgehalten von unserem geschätzten Referenten Norbert Röttgen, CDU, der sich ja bestens in diesen Dingen auskennt. Er war zu Besuch bei Maischberger, beziehungsweise er war zugeschaltet und darüber hinaus als Sparringspartner war dann noch Gregor Gysi dabei. Um den wollen wir uns weniger kümmern, obwohl es durchaus gut, richtig und wichtig wäre, ihm genau zuzuhören, denn was er sagt, hat meiner Meinung nach Hand und Fuß. Aber damit kommt er natürlich nicht mal ansatzweise an unseren guten alten Norbert Röttgen ran. Und ich will gar nicht lange vorplänkeln. Es geht um Afghanistan und um das Versagen der deutschen bzw. der westlichen bzw. der NATO-Politik. Und ja, wie denn das alles zustande kam und natürlich wer schuld ist. Legen wir direkt mal los. Ja, darüber müssen wir reden. Und ich bin sehr froh, dass Gregor Gysi heute hier ist. Außenpolitischer Sprecher seiner Partei der Linken. Herzlich willkommen, Herr Gysi. Grüß Sie. Und zugeschaltet aus Bonn ist Norbert Röttgen. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, CDU-Mitglied. Guten Abend, Herr Röttgen. Einen guten Abend. Moin. Herr Gysi, hat Deutschland seine Staatsbürger und seine Helfer im Stich gelassen in Afghanistan? Ja, also ich bin ja der Meinung, dass der Krieg von Anfang an falsch war. Wir waren die einzige Fraktion, die damals 2001 gesagt haben, dass der Weg falsch ist. Man kann nicht eine Religion, eine Kultur, eine Zivilisation militärisch verändern. Das hat sich ja als wahr herausgestellt. Im Jahre 2010 hat die Kanzlerin gesagt, wenn wir jetzt gingen, hätten die Taliban sofort die Macht. Da bin ich gefragt, was sie eigentlich 9 Jahre lang da gemacht haben, wenn sich nichts geändert hat. Und jetzt nach 20 Jahren erleben wir wieder dasselbe. Sie gehen und die Taliban haben die Macht. Das ist ein Versagen der NATO und das ist völlig zu Recht gesagt wird. Großbritannien hat schon den Krieg verloren, die Sowjetunion hat den Krieg verloren, jetzt hat die NATO den Krieg verloren. Es hat keinen Sinn, mit militärischen Mitteln Afghanistan umstülpen zu wollen, was immer das Ziel war. Über die Alternativen wollen wir ja gerade reden, die Sie vielleicht im Kopf haben. Aber die Frage ist ja immer noch im Raum, hat die Regierung ihre Leute im Stich gelassen, Herr Röttgen? Ja, ich wollte nur sagen, wir haben im Mai den Antrag gestellt, endlich die Ortskräfte, Botschaftsangehörigen und so weiter zurückzuholen. Das hat die Mehrheit des Bundestages abgelehnt. Und im Mai wäre noch Zeit dazu gewesen, im April auch, im Juni auch, jetzt. In der letzten Sekunde ist es natürlich zu spät und dafür trägt die Politik, also die Regierungspolitik, die volle Verantwortung. So, und es geht los. Haben Sie, Herr Röttgen, im Bundestag dagegen gestimmt im Mai? Im Juni gab es einen Antrag von den Grünen, den kannte ich, Ihren habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Haben Sie dagegen gestimmt, Herr Röttgen? Ja, es geht aber auch, ja, ich habe dagegen gestimmt, aber Warum? Es geht auch nicht darum, ja, weil es nicht darum geht, dass wir Anträge beschließen, sondern es ging darum, dass die Regierung so handelt, dass sie ihrer Schutzverantwortung gerecht wird. Das wird nicht in Anträgen im Bundestag beschlossen, sondern das ist, hätte sein müssen, das aktuelle Regierungshandeln. Daran hat es gefehlt. Moment mal, aber Sie sind die Abgeordneten, Sie sind doch diejenigen, die so ein Gesetz dann erstmal in Gang bringen. Das heißt also, wenn eine Fraktion einen Antrag stellt, holt die Ortskräfte jetzt raus. Sie stimmen dagegen. Und jetzt beklagen Sie, dass das nicht früher passiert ist. Wo ist dann der Fehler? Also über diese Fragen, man muss jetzt auch das so sehen, wie im politischen System solche Fragen behandelt werden. Sie werden nicht dadurch behandelt und entschieden, dass die Regierungsfraktionen dem Oppositionsantrag zustimmen. Es geht auch, diese Frage wird, es geht um das Tun der Regierung und nicht um einen Antrag, der im Bundestag gestellt worden ist. Das ist nicht unser politisches System. Nee, Moment, Herr Röttgen, jetzt muss ich mal nachfragen, weil Sie jetzt tatsächlich seit 3 Tagen sagen, Sie ja auch als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, man hätte früher evakuieren müssen. Ja, dann hätten Sie es doch in die Wege leiten können. Das passt doch gar nicht zusammen. Ja, es passt zusammen, weil. Ja, also ich finde ja auch, dass das nicht zusammenpasst. Also es passt sowas von gar nicht zusammen, was er hier vor sich hinbrabbelt. Aber er hat ja noch Luft nach oben. Ich meine, deswegen haben wir ihn ja als Referenten eingeladen. Das ist ja überhaupt keine Frage.
Es führt die Sache an der Stelle nicht weiter. Es wird darüber nicht im Parlament entschieden. Doch. Nein, es wird darüber nicht im Parlament entschieden. Es wird darüber in der Regierung entschieden und die Regierung handelt. Und nicht durch Anträge im Parlament, auch nicht durch ein Gesetz, sondern es geht um das Regierungshandeln, das auch den Fall, dass es anders kommt, als alle angenommen haben, nicht alle, aber jedenfalls die Behörden, die Ministerien und die Staaten angenommen haben, dass eben nicht der günstige Fall eintritt, dass Widerstand geleistet wird, sondern der ungünstige Fall, dass das Land fällt und erobert wird und auch Kabul fällt. Ach so, also ich meine, gut, okay, also eigentlich ist es natürlich total korrekt, es ist zumindest konsequent, was er sagt, denn das Parlament ist ja eigentlich schon seit Ausbruch der Corona-Krise faktisch entmachtet und offensichtlich, ich meine, das war jetzt nicht allen klar, aber wie gesagt, deswegen ja dieser hochkarätige Referent, deswegen ist es natürlich auch hier jetzt so, dass also Anträge oder parlamentarische Entscheidungen oder so natürlich überhaupt keine Rolle spielen, sondern nur das, was die Bundesregierung macht, beziehungsweise nicht macht. Also was sie hätte machen können, wenn sie den Antrag jetzt nicht abgelehnt oder wenn sie ihn schon abgelehnt hätte, aber gleichzeitig parallel selbst zu ähnlichen Schlüssen gekommen wäre, allerdings von alleine, also jetzt ohne Anträge, sondern mit, auf den Fall hätte man sich auch vorbereiten müssen durch Regierungshandeln. Aber ich darf darauf hinweisen, dass wir eine parlamentarische Demokratie sind. Moment, Gregor, also okay, gut, mach weiter, aber das ist schon ambitioniert. Und wenn der Bundestag mit Mehrheit beschlossen hätte, die Ortskräfte und andere sind jetzt sofort zurückzuziehen, dann hätte die Bundesregierung die Demokratie verletzt, wenn sie es nicht gemacht hätte. Insofern ist das nicht einleuchtend, was Herr Röttgen sagt, dass er dagegen stimmt, aber der Meinung ist, die Regierung hätte es trotzdem machen müssen. Dann hätte er auch dafür stimmen müssen. Herr Grotian hat ja hier gerade gesagt, seine Vermutung, dieses Desaster sei nicht eines aus nur bürokratischen Versehen, sondern aus politischem Willen. So will ich das mal vielleicht zusammenfassen. Stimmt, das hängt mit der Erfahrung 2015 zusammen. Deshalb hat er ja auch zu Recht gesagt, seit 2016 hat er gemerkt, dass man bei Ortskräften unterschied, das, worauf auch der Spiegel-Journalist ja hingewiesen hat, dass man die Leute in Subunternehmen untergebracht hat und dann gesagt hat, die waren ja gar nicht bei der Bundeswehr angestellt. So geht das nicht. Wenn ich Leute benutze, für mich egal, ich fand ja den Krieg immer falsch, aber wenn ich sie benutze, dann muss ich sie auch schützen. Ja. Und zwar ganz egal, ob sie dolmetschen oder welche Hilfe sie leisten. Und dann zu sagen, so rechtlich, nö, die waren ja in einem Subunternehmen und nicht direkt bei mir angestellt, ist einfach undenkbar. Es ist auch unfassbar. Es ist menschlich unfassbar. Ich sage Ihnen eigentlich, das ist eine so schwere Niederlage der Regierung, dass sie eigentlich zurücktreten müsste. Dann wäre sie nur noch geschäftsführend im Amt und hätte weniger Rechte, bis wir dann die Gelegenheit haben, nach der Bundestagswahl eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler zu wählen. Das ist so desaströs und es führt es zu einer solchen Kräfteverschiebung. Es wurde schon die Stichworte genannt, China, Russland, was sich dort alles verschiebt. Darüber können wir heute Abend noch gar nicht diskutieren. Herr Röttgen, der Vorwurf steht im Raum, tatsächlich das Mantra der CDU, wir haben es auch in den letzten Tagen ein paar Mal gehört, 2015 darf sich nicht wiederholen, also die Flüchtlingswelle von 2015, die Flüchtlingssituation von 2015. War das ausschlaggebend dafür, dass man die Menge der Menschen, die man da meint, wenn man sagt, wir wollen unsere Leute, die uns helfen, da auch schützen, dass man die so klein gemacht hat, dass faktisch überhaupt niemand antragsberechtigt war? Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nein. Diese Aussage, dass ich das nicht wiederholen darf, ist die Aussage, dass man vorbereitet sein muss dieses Mal darauf, dass Menschen fliehen werden. Aha. Und dass die Situation der mangelnden Vorbereitung nicht eintreten darf, sich nicht. Wenn ich sowas hier mache, dann ist es ja eigentlich immer so, dass ich dann so wie jetzt dazwischen gehe, um irgendwie Argumente zu entkräften oder der Lächerlichkeit preiszugeben oder zu widerlegen oder was auch immer. Ich kann das gar nicht. Das ist so grotesk, was dieser Mann hier vorträgt. Das ist so grotesk, dass man wirklich nur, man kann wirklich nur den Kopf schütteln, ob diesem Wahnsinn, den wir hier erleben. Also, ja. Wiederholen darf. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten, aber auch die Vorbereitungen im eigenen Land darauf, dass Menschen vor diesem Terror fliehen werden. Aber lassen Sie mich noch einen Punkt wirklich mal unterstreichen, weil jetzt ja
manchmal die Ursachen verdreht werden, was auch die Rolle des Militärs und der Bundeswehr anbelangt. Wenn die Bundeswehr noch zusammen mit den amerikanischen Streitkräften da wäre, dann wäre alles das, was wir jetzt erleben, was erlitten wird in Afghanistan, was unerträglich ist für die Menschen dort, was sie umbringt, zur Flucht bringt und für uns schon als Bilder unerträglich ist, eben gerade nicht passiert, weil Herr Gysi ja erneut das Plädoyer vorgebracht hat. Ja, Moment, bevor er jetzt auf Gysi einschlägt. Das ist ganz interessant. Ich glaube, ich habe vor kurzem irgendwie ein Zitat gesehen, also so ein Bild. Und da wurde Julian Assange, glaube ich, zitiert. Und der soll gesagt haben, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber es klingt für mich schlüssig, der soll gesagt haben, der Afghanistan-Krieg sollte nie gewonnen werden. Er sollte nur so lange wie möglich dauern. Und das bestätigt Röttgen hier. Wahrscheinlich mehr oder weniger unfreiwillig oder hat irgendwie was anderes aussagen wollen. Aber man weiß es ja nicht, was er hier aussagen will. Er ist ja völlig, das ist ja, als wenn er Medis genommen hätte oder was. Dass alles besser wäre, wenn wir das Land, wenn wir nicht militärisch präsent gewesen wären. Richtig. Es ist gerade, wir sehen doch gerade, was den Unterschied macht, ob die USA mit nur noch 2.500 Soldaten da waren und die Bundeswehr da ist oder nicht da ist. Das macht den Unterschied zwischen Taliban-Herrschaft oder einem freien Land mit vielen Möglichkeiten, wie es das noch nie gegeben hat. Das ist der politische Punkt. Das heißt, der Abzug war zu früh, Herr Gysi, der Abzug war zu früh. Das ist ja der Punkt. Aber in 20 Jahren wäre dieselbe Situation eingetreten wie jetzt. Da hat ja Biden recht. Denn vor 10 Jahren war es ja auch dieselbe Situation. Da hat Frau Merkel schon gesagt, ja, dann hatten die Taliban sofort die Macht. 10 Jahre später haben sie wieder sofort die Macht. Also ist es doch so nicht hinzubekommen. Außerdem, das ganze Land war besetzt, aber das stimmt ja nicht. Ja. Die Städte waren besetzt und bestimmte Stützpunkte, 70% des Landes standen immer unter der Herrschaft der Taliban. Das wird immer vergessen zu sagen. Und das wirkte sich jetzt natürlich auch sofort und entsprechend aus. Herr Röttgen. Aber das Argument von Herrn Gysi ist, dann, das ist jetzt richtig gewesen, weil vor 10 Jahren hätten auch schon die Taliban die Macht übernommen. Ja, genau. Dann hätten wir seit 10 Jahren Taliban-Herrschaft. Ich weiß nicht, ob sie 10 Jahre gedauert hat. Das ist doch kein Argument. Das heißt, dass, Herr Röttgen, im Prinzip bleiben dauerhaft immer Afghanistan da? Zu besetzen. Das wäre die Frage. 100 Jahre. Dann dürfte man ja den Militäreinsatz gar nicht ab, müsste man ihn immer Man muss mein Argument nicht übertreiben. Ich habe nicht von 100 Jahren oder 200 Jahren gesprochen. Ich habe erstmal auf einen Punkt hingewiesen. Wenn der amerikanische Präsident nicht die fatale Fehlentscheidung und nebenbei nicht aus einem Fehlverständnis der afghanischen Gesellschaft, sondern aus innenpolitischen Gründen getroffen hätte, wenn er sie nicht getroffen hätte, dann hätten heute die Frauen und die Mädchen und die Männer in Afghanistan keine Angst. Sie würden nicht fliehen, sondern sie wären noch in einem relativ freien Land mit einer Freiheit, die sie nie gehabt hätten. Das ist so. Und es war auf einem Niveau angekommen. Wenn sie einmarschiert wären, wären sie heute auch nicht in dieser Situation gewesen. Der Fehler war der Beginn des Krieges. So wie es ein Fehler Großbritanniens und der Sowjetunion war, war es auch ein Fehler der NATO. Mittels Krieg ist das nicht zu lösen. Muss ich Sie einmal an Bewegungen zu hören? Es gab so viele Politikansätze, auch in Afghanistan. Sie haben hier einen Vorteil, weil Sie neben mir sitzen, aber ich höre Herrn Röttgen und er möchte was sagen noch. Und dann müssen Sie auch was fragen. Bitte. Die Sowjetunion hat Afghanistan überfallen, um es ihrem Machtbereich eingliedern zu wollen. Das ist völlig unvergleichbar damit, dass es 2001 eine Selbstverteidigung gegen den internationalen Terrorismus, der aus Afghanistan operiert hat, gegeben hat. Okay, also jetzt ist wirklich mal langsam Ende im Gelände. Das kann es ja wohl nicht sein. Also ich meine, ich will jetzt gar nicht über die Sowjetunion und Afghanistan sprechen. Das war völkerrechtswidrig, gar keine Frage, obwohl es eben auch durchaus Stimmen gibt und Literatur darüber gibt, dass die Amis da auch schon eine ganze Menge mit zu tun hatten, unter anderem auch mit der Unterstützung und dem Aufbau der Taliban. Aber das mal ganz am Rande. Das müssen wir ja jetzt gar nicht vertiefen. Aber dass also der Angriff, das Einmarschieren, wie Gregor Gysi es gesagt hat, in die Sowjetunion jetzt hier als Verteidigungsmaßnahme gegen den von Afghanistan aus organisierten Terrorismus angeführt wird,
Also das ist wirklich an Dreistigkeit nur ganz schwer zu überbieten. Also zum einen war es ging ja um 9/11, ist ja klar, was er hier meint, 9/11 2001. Zum einen waren an diesem Anschlag, soweit ich weiß, nicht ein einziger Afghane überhaupt beteiligt, sondern das waren im Wesentlichen Leute aus Saudi-Arabien beziehungsweise Flugschüler irgendwie arabischer Herkunft, die aber dann ihre Ausbildung in den USA gemacht haben. Also das nur mal fürs Protokoll. Und zweitens, wenn von einem Land, selbst wenn Osama bin Laden dann in Afghanistan dann sich verkrochen hat, was ja auch nicht stimmte oder nicht belegt ist, weil er ja letztlich in Pakistan aufgespürt wurde. Also fragt man sich natürlich, okay, was hat denn Afghanistan jetzt überhaupt verbrochen? Also was hat das Land oder die politische Führung von Afghanistan eigentlich zu 9/11 beigetragen? Und man muss objektiv gesehen zum Schluss kommen, ja fuck, eigentlich überhaupt nichts. Und dementsprechend das Ganze dann als Selbstverteidigung zu verkleiden, obwohl Saudi-Arabien viel näher dran ist an den tatsächlichen Leuten, die die Anschläge verübt haben. Also die Chupze muss man erstmal haben. Also die Stirn muss man erstmal jemandem bieten und das Ganze tatsächlich ohne mit der Wimper zu zucken. Fasse ich nicht wirklich. Das Selbstverteidigungsrecht legitimiert. Es war der erste Bündnisfall der NATO. Es ist völlig unvergleichbar. Und das, was es in den letzten Jahren gegeben hat, das war nicht Krieg. Das war im Wesentlichen ein Stabilisierungseinsatz. Oh Gott, das muss ich, glaube ich, jetzt nicht weiter kommentieren, oder? Stabilisierungseinsatz, ja. Gott, und Mülldeponien sind Entsorgungsparks, oder was? Ja, logisch, klar. Der auf einem absolut erträglichen, akzeptablen Niveau angekommen war, was Truppenpräsenz anbelangt, was Sicherheit anbelangt. Und das hätte man fortsetzen müssen. Keine Frage, Afghanistan war noch nicht so weit. Und vor 10 Jahren war es falsch, dieses Jahr war es falsch. Und wenn man es weitergeführt hätte, wäre all dieses schwere Leid nicht stattgefunden. Herr Gysi, tatsächlich, dieser Einsatz hat anders begonnen. Es gab einen Terroristen, Osama bin Laden, der sich bekannt hat zu den Anschlägen auf die beiden Türme in New York. Daraufhin gab es eben diesen Befehl, den da aufzuspüren, wo er ist. Das ist ja dann auch irgendwann mal gelungen, zwar nicht unter der ersten Regierung, sondern unter der nächsten, im benachbarten Pakistan. Ja. Aber es gab einen Grund dafür. Ist denn Ihre Idee, wenn man das nicht macht? Lässt man dann sozusagen auch Attentäter, Terroristen entkommen? Wie hätten Sie die Frage gelöst ohne einen Einsatz in Afghanistan? Israel hat zum Beispiel Eichmann geholt, den Massenmörder aus Argentinien, ohne Krieg gegen Argentinien zu führen. Es gibt die verschiedenen Methoden, wie man einzelne Terroristen auch fangen kann, auch in Afghanistan oder auch in Pakistan. Der Fehler bestand darin, einen Krieg gegen ein Land zu beginnen, von dem man weiß, dass die Taliban schon deshalb eine bestimmte Stärke haben. Erstens, weil sie natürlich so männerdominiert sind und da viele Gefühle ansprechen, gerade auch gegen die Frauen, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber zweitens, weil ja Pakistan die Taliban ausbildet und auch Waffen an die Taliban liefert. Dagegen ist ja nie etwas unternommen worden. Naja, und Osama bin Laden ist von den USA groß gemacht worden und war ja eine ganze Weile vor 9/11 deren bester Freund. Also weder die USA noch die NATO noch Deutschland haben Pakistan dafür mal zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, deshalb ist die Situation. Ihre Idee wäre nicht eingreifen, sondern also gezielte Aktionen, die sozusagen im Hintergrund. Kann man machen mit den Terroristen? Was macht man dann gegen einen Staat? Das wäre ja die Frage, die wir jetzt auch zu beantworten haben. Jetzt gibt es ein Taliban-Regime. Es unterdrückt die Frauen. Es wird die Intellektuellen unterdrücken. Richtig. Es wird viel Unrecht begehen. Was macht man damit? Die Chinesen haben eine einfache Antwort. Wir machen Geschäfte und machen jetzt schon Beziehungen. Wäre das auch? Ich habe mir gesagt, dass der Weg sich verändert jetzt mit China und Russland und auch der NATO und den USA. Nein, es gibt einen anderen Weg. Man kann theoretisch immer bestimmte Hilfe anbieten unter Bedingungen. Also du kannst sagen, wir können bei der Schule helfen unter der Bedingung, dass wir auch mitentscheiden dürfen, was da unterrichtet werden darf und was nicht und dass alle Mädchen zur Schule gehen etc. Wenn die Taliban gar keine Hilfe wollen? Ja, na dann wollen sie nicht. Dann genau, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, dann wollen sie eben nicht. Das ist ja das Grundproblem der Arroganz des Größenwahns des
vermeintlich goldenen Westens mit seinen ganzen Werten und all diesen Dingen, die er ja so gerne hochhält und die dann eben in Ländern wie Afghanistan oder eben auch vielen anderen Ländern eben nicht eingehalten werden. Aber man muss sich doch einfach mal ganz nüchtern die Frage stellen, wieso müssen denn wir eigentlich dafür sorgen, dass alle genauso denken wie wir? Also mit welcher Berechtigung tun wir das? Wir verurteilen den Umgang mit Frauen in Afghanistan oder in Pakistan oder auch in Saudi-Arabien sicherlich mit Recht, natürlich, klar. Aber steht es uns deswegen zu, da einzumarschieren oder zu intervenieren oder zu stabilisieren, wie auch immer man das nennen möchte, Herr Röttgen, steht es uns zu, also da einfach einzumarschieren und zu sagen, das machen wir jetzt alles anders hier, irgendwie so läuft das nicht. Ich meine, dreht das doch mal um, dreht das doch wirklich einfach mal um. Stellt euch doch tatsächlich wirklich mal vor, da ist jetzt ein kleines bisschen Einfühlungsvermögen irgendwie notwendig, um das zu können. Aber stellt euch mal vor, dass die politische Führung oder die gesamte Gesellschaft eines anderen Landes, irgendeinen Landes, eines fiktiven Landes, nehmen wir mal ein fiktives Land, dass das wirklich Probleme damit hat, zum Beispiel, dass Frauen im Sommer hier leicht bekleidet durch die Gegend laufen. Ich finde es prima, aber dieses Land, über das ich jetzt spreche, dieses fiktive Land, für das ist es aus religiösen oder gesellschaftlichen oder historischen oder kulturellen Gründen ist es einfach nicht möglich. Das ist eine Kultur in diesem fiktiven Land, die ist über, was weiß ich nicht, 5000 Jahre gewachsen oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und dementsprechend ist es einfach gesellschaftlicher Konsens, dass das nicht geht, dass Frauen im Sommer leicht bekleidet durch die Gegend laufen. Wir neutralisieren das Ganze mal ein bisschen, indem wir sagen, das bedeutet aber auch nicht, dass sie Schleier tragen müssen oder so, sondern in diesem fiktiven Land wird lediglich erwartet, dass die Frauen auch im Sommer lange Kleider tragen oder Hosen oder nach oben hin relativ geschlossene Blusen oder Hemden oder was auch immer. Verschleiern oder so müssen sie sich gar nicht, aber das ist ganz klar der Wert dieses fiktiven Landes. So. Und jetzt stellen wir uns dann darüber hinaus vor, dass dieses fiktive Land dann sagt, irgendwie, also was die da im Westen machen und insbesondere die Deutschen. Die Franzosen machen zwar das Gleiche, aber da ist uns das eigentlich egal. Und bei den Engländern, die haben sowieso ständig Scheißwetter, da ist es im Prinzip auch wurscht. Aber bei den Deutschen haben wir da keinen Bock drauf. Lass uns mal eine kleine Intervention machen, damit die in Zukunft dann eben auch vernünftig bekleidet rumlaufen und sich auch nicht mehr so quälen müssen, weil die sind ja dann auch Objekte der Begierde, wenn sie so rumlaufen und das kann doch keiner erzählen, dass die Frauen das freiwillig machen, sich so zur Schau zu stellen, aus Sicht dieses fiktiven Landes wohlgemerkt. Und das ist im Grunde genommen, ist das quasi ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was da mit den Frauen gemacht wird. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Und dementsprechend, los Leute, kämmt euch die Haare einmal durch, packt die Waffen ein, schießt ein paar Raketen los und dann wollen wir mal sehen, was wir da machen können irgendwie. Das wäre doch ziemlich grotesk, oder? Aber andersrum funktioniert es eben auch einfach nicht. Es ist einfach so, dass dieser giftige Wertewesten, der ja sowieso kein Wertewesten ist, sondern seine Finger überall auf der Welt in Kriegen und Interventionen und Anschlägen und weiß der Henker was nicht alles hat, dass dieser Wertewesten einfach voraussetzt, dass seine Vorstellung, seine Werte, wenn man die dann überhaupt so nennen will, dass die logischerweise weltweit gelten müssen. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch einfach Schwachsinn. Hä? Also, ja, bin ich jetzt ein bisschen ausschweifend geworden, aber sei es drum. Können wir auch nicht helfen, aber sie werden diese Hilfe benötigen, weil die Menschen ja auch unruhig sind. Und die darf niemals bedingungsfrei sein und auch kein Geld an die Taliban oder die Regierung, sondern nur für einen bestimmten Zweck, den wir auch wirklich kontrollieren können. Ich weiß nur, wissen Sie, der Kalte Krieg, den habe ich ja nun unmittelbar erlebt. Und ich weiß, wie die DDR war und dann weiß ich, wie Willy Brandt kam und sagte, er ändert jetzt die Politik, Wandel durch Annäherung. Und da hat sich die DDR geändert, weil sie immer Bedingungen formuliert haben für bestimmte Hilfeleistungen. Und das ist meine Erfahrung. Deshalb, dass ich jetzt derjenige bin, der Willy Brandt verteidigen muss, ist ja, aber es ist so, ich möchte gerne zurück zur Politik, Wandel durch Annäherung. Anders werden wir es nicht schaffen. Wir können die Machtverhältnisse da nicht einfach herbeizaubern. Und, oder wir müssen ewig mit
militärisch besetzen, aber dann doch nicht nur dieses Land. Die Scharia als Rechtsgrundlage gilt auch in Katar, sie gilt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch in Saudi-Arabien. Und die beliefern wir alle mit Waffen. Da machen wir unsere Geschäfte, nicht China, worauf Sie gerade zurückgegriffen haben. Also nee, ich könnte mich hier stundenlang aufregen, ich höre jetzt auf. Herr Röttgen, Wandel durch Annäherung ist der eine Punkt oder wir machen, wenn wir schon ein Land angreifen, dann müssen wir konsequenterweise auch mit Saudi-Arabien ins Gericht gehen. Das sind zwei. Das ist jetzt übrigens sehr interessant, was Röttgen hier macht. Er klammert Saudi-Arabien und andere Länder komplett aus seiner Antwort aus. Als hätte es dieses Argument gar nicht gegeben. Hört mal hin. Zwei Argumente. Also ich muss wirklich sagen, Wandel durch Annäherung mit den Taliban, nicht das kann ich Taliban, nicht. Das kann, mit, doch, das mit, sind, das sind aber jetzt die Machthaber. Das sind aber die Machthaber in Afghanistan. Diese Leute haben jetzt die Macht. Und mit denen Wandel durch Annäherung zu betreiben, kann ich nicht als Argument akzeptieren, um es mal klar zu sagen. Also das ist nicht nur eine Illusion. Ich muss sagen, so, das kann man schon intellektuell. Nein, den Taliban und nein, sagen, macht mit dem, was ihr wollt. Völlig richtig. Also genau das ist das geschehen. Das ist nicht meine Antwort. Doch, das ist die Realität. Sie waren schon immer dafür. Sie waren ja schon immer gegen den Einsatz der Bundeswehr und auch gegen der USA. Das heißt, Sie waren schon immer dafür, dass die Taliban doch ihr Unwesen treiben. Und Sie waren auch dafür, dass Al-Qaida, darf ich auch mal aussprechen, und Sie waren auch dafür, dass Al-Qaida seinen internationalen Terrorismus von dort praktiziert. Sie waren immer dafür, dass Taliban und Al-Qaida in Afghanistan herrschen und auch jenseits ihrer Grenzen unsere Sicherheit gefährden. Natürlich. Also das ist eine Übergriffigkeit, die ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass ja man das auch sagen darf. Ich frage mich wirklich immer häufiger in letzter Zeit, Kritiker der Corona-Politik, und wenn Sie nur so ein kleines bisschen Kritik üben. Die sind ratzfatz, sind die aus der öffentlichen Wahrnehmung raus irgendwie und dürfen nichts mehr sagen, beziehungsweise werden dann verzerrt wiedergegeben oder eben meistens ja dann gar nicht wiedergegeben oder eben sogar noch diffamiert. Und dieser Kasper hier, der kann sich hinsetzen und kann hier einen Scheiß erzählen, dass einem wirklich die Haare zu Berge stehen, und der darf das machen. Doppelte Standards fällt mir da nur ein. Das ist die Konsequenz Ihrer Politik. Und Wandel durch Annäherung zeigt, dass Sie keine Vorstellung und keine Idee haben, wie man mit Afghanistan umgeht. Gut, dann gehen wir jetzt denken, und dass Sie jetzt noch gleich mit Pakistan. Herrn Röttgen, jetzt denken wir mal Ihren Gedanken. Wie wollen Sie denn jetzt der Bevölkerung helfen? Wie gehen Sie jetzt weiter vor mit Afghanistan? Das ist ein Teil der Katastrophe, dass diese Frage jetzt erstmal gar nicht zu beantworten ist. Wir haben das Land im Stich gelassen, die Menschen im Stich gelassen. Wir haben uns all der Mittel begeben, der Sicherheit, der Entwicklungspolitik, der humanitären Hilfe, der Frauenrechtlerinnen, die aktiv waren, doch der Aktivistinnen, die wir dort unterstützt haben. Jedes Jahr 430 Millionen Euro allein aus Deutschland. Alle dieser Mittel haben wir uns erstmal begeben. Durch die fatale Entscheidung wegzugehen, bedingungslos zurückzugehen, und die Europäer sind dem gefolgt und haben nichts entgegengesetzt. Wir haben jetzt die Situation, die entsteht, wenn man sich zurückzieht, komplett fliehen muss am Ende noch. Und jetzt werden andere kommen. Es ist kein Mangel an Geld da. China ist da. Die Taliban haben sich schon mit dem chinesischen Außenminister getroffen. Sie haben auf kooperative Beziehungen gesetzt. Der Drogenhandel wird jetzt weiter florieren, den die Taliban ja schon vorher praktiziert haben. Wie wir da jetzt wieder reinkommen, ist irre schwer, weil ein Vakuum ist da. China, Russland wird es füllen. Der Nachbar zum Westen ist Iran. Der zum Osten ist Pakistan. Wahnsinnig schwer. Also ich sage Ihnen nur Folgendes. Vergehen Sie. Ich sage ja, von Anfang an war der Krieg falsch. Unsere Soldaten haben getötet, auch Kinder und Frauen, und sie wurden auch getötet. Viele Soldaten sind mit erheblichen psychischen Belastungen zurückgekommen und müssen heute auch medizinisch versorgt werden. Wir haben 12,5 Milliarden Euro für den Krieg ausgegeben. Dieses Geld hätten wir sehr viel sinnvoller sowohl in unserem Land als auch zur Entwicklung in der sogenannten Dritten Welt ausgeben können, um auch Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen. Die Vorstellung, dass man die Regime mittels Militär so gestaltet, wie man sie haben will, haben sich einfach als falsch herausgestellt. Es gibt wirklich die einzige Ausnahme, das war 1945 Deutschland. Das stimmt. Aber in allen anderen Fällen ist bei dem Krieg nie das herausgestellt,
herausgekommen, was man sich vorgenommen hat. Was ist mir alles erzählt worden, welches blühende Land dort entsteht? So. Und es ist also nicht entstanden, gemacht. Bis heute nicht entstanden. Okay. Und deshalb sage ich, Frage, ist es eine Katastrophe. Ich merke, dass Sie beide erstmal auf die große Frage, wie wir jetzt nach vorne gehen, erstmal natürlich Schwierigkeiten haben, sie zu beantworten. Vielleicht ist es zu früh. Aber eine Frage können wir heute Abend wirklich beantworten, Herr Röttgen. Das, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist, ist ein Versagen. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Das haben Sie auch deutlich gesagt. Das hätte so nicht passieren dürfen. Wer trägt in Deutschland dafür die Verantwortung? Also die entscheidende Verantwortung dafür, es ist auch bitter festzustellen, liegt erstmal nicht in Deutschland. Nein. Nein. Also die entscheidende Verantwortung liegt grundsätzlich erstmal nie in Deutschland. Es sei denn, das ist natürlich was anderes, es sei denn, die Bevölkerung möchte sich zum Beispiel nicht impfen lassen. Dann liegt natürlich die Verantwortung dafür bei der Bevölkerung in Deutschland. Aber bei politischen oder innen- oder außenpolitischen Fragen, wenn da Fehler gemacht werden, beziehungsweise Desaster gegen die Wand gefahren werden, dann liegt die Verantwortung natürlich nicht in Deutschland. Also das ist doch klar. Ich meine, Altersarmut, also da kann man doch die Verantwortung nicht in Deutschland, womöglich bei der Politik in Deutschland suchen. Sie muss man doch ganz woanders suchen. Zum Beispiel, warum lassen die Menschen es denn zu, dass sie arm werden? Na, das ist ja die Frage. Die Frage ist ja nicht, was die Politik machen kann, damit Armut verhindert wird. Die Frage ist natürlich ganz selbstverständlich, warum lassen die Menschen sich denn nicht mal was einfallen, um nicht arm zu werden? Das kann es doch nicht sein. Ich meine, normalerweise hat doch keiner Lust, in Hartz IV zu gehen. Und wenn man da keine Lust zu hat, dann sieht man zu, dass man da nicht reinkommt. Das ist doch keine politische Verantwortung. Das müssen doch die Menschen kapieren, das ist doch ganz klar. Also, weiß ich nicht, ist doch logisch, oder nicht? Sondern die entscheidende Verantwortung, wie eben gesagt, liegt leider im Weißen Haus in Washington. Es ist für mich ganz bitter festzustellen, mit wenigen Monaten Verzögerung hat Joe Biden und jetzt übrigens bis in seine Sprache und Rhetorik hinein sich als Vollstrecker der irrsinnigen Politik von Donald Trump betätigt. Es ist wahnsinnig bitter. Die Amerikaner sind abgezogen, und das hat man gesehen. Es gab Warnungen von vielen Seiten, Herr Röttgen, die gesagt haben, wenn die Amerikaner abziehen, werden die Taliban kommen. Vielleicht hat man sich in der Geschwindigkeit geirrt, aber spätestens genau. Als Kundus gefallen ist, als Kandahar gefallen ist, Faisalabad, wusste man, die sind schneller, als wir dachten. Und es gab, das haben wir ja Herrn Grotian jetzt gerade zugehört, es gab einfach diese Warnungen. Also wer ist verantwortlich dafür, dass dann nicht umgeswitcht wurde und gesagt wurde, so jetzt handeln wir. Also Sie haben die Ausführung der Ortskräfte im Mai gestimmt, im Bundestag, das haben wir verstanden? Die Koalitionsfraktionen haben den Antrag der Oppositionsfraktion abgelehnt, das stimmt, das ist aber nicht der Punkt, an dem... Natürlich ist das der Punkt. Wenn ihr da zugestimmt hättet, dann wäre das Ganze nicht passiert. Ich meine, warum ist denn das nicht der Punkt? Solche Fragen entschieden werden. Ja, also dann ist es die Regierung. Also hat die Regierung den Fehler gemacht? Und wenn ich stehe auch gar nicht, natürlich, die Lage ist so ernst und dramatisch, dass ich für keinerlei Parteipolitisierung und irgendwelche taktischen Dinge irgendein Verständnis habe. Darum habe ich auch die Verantwortung der Regierung auch öffentlich natürlich benannt. Die ist auch völlig unbestritten. Aber sie fing auch schon vorher an. Ich habe zu denen gezählt, die gesagt haben, es geht schneller voran. Wir müssen jetzt noch, um auch das wieder klar zu sagen, als Kunduz gefallen war, diesen Vormarsch der Taliban militärisch stoppen. Es ist jetzt die einzige Möglichkeit, diese Schreckensherrschaft zu beenden. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe dafür keine Unterstützung, lauter Kritik bekommen. Und dann, als das stattfand, hätte man sich auch auf die Möglichkeit, das Szenario, das keiner ausschließen konnte, ich habe es explizit nicht ausgeschlossen, einstellen und vorbereiten müssen, dass es alles viel schneller geht und alles fällt und die Taliban erobern. Und das ist nicht geschehen. Und das ist ein Versagen und ein Scheitern, wo es auch die deutsche Verantwortung gibt. Und es ist eine der Regierung. Keine der Regierung, Sie, beim Eintritt Regierung. In den Krieg haben da wir sind uns Sie sich Vasallen, ja einig. Beim Eintritt in den Krieg ja, haben was heißt wir uns das eigentlich? Das ist ja offensichtlich. An die US-Regierung gebunden und gesagt, na, wenn die einmarschieren, marschieren wir auch ein. Als dann Biden Mitte April erklärt, er geht raus, sagen wir sofort, dann gehen wir auch raus. Mitte März hat die Regierung noch lange im Bundestag erklärt, wieso unbedingt noch ein Jahr die Soldaten da sein müssen. Alle die Argumente galten
vier Wochen später nicht mehr, bei Biden andere Entscheidungen getroffen hat. Biden hat natürlich die Verantwortung in den USA, aber hier hat die Bundeskanzlerin die Verantwortung, natürlich auch der Außenminister, natürlich auch die Verteidigungsministerin, wenn Sie so wollen, die gesamte Regierung hat versagt. Und zwar schon, als der Krieg begann und erst recht oder genauso jetzt, wie er beendet wurde, ohne Hilfe für die Leute, ausreichende Hilfe für die Leute, die die ganze Zeit die Bundeswehr unterstützt haben. Erwartet einer von Ihnen beiden, dass aus dieser Verantwortlichkeit eine Konsequenz gezogen wird? Herr Gysi hat es ja schon gesagt, Sie meinen, die müssen jetzt alle zurücktreten. Müsste die Regierung zurücktreten, wird sie nicht machen, aber die Konsequenz können ja in gewisser Hinsicht vielleicht doch bei den Bundestagswahlen gezogen werden. Herr Röttgen? Ja. Wenn er seine Verantwortung gibt, wie ist die Konsequenz daraus? Ja, es muss Verantwortung geben, aber ich finde diese Parteipolitisierung, den Wahlkampf abstoßend, wird dem Ernst und der menschlichen Dramatik dieser Situation nicht gerecht. Und darin zeigt sich, dass sie nicht kein Format fürs Regieren haben. Es wird uns aktuell gerettet, soweit eben die Taliban es zulassen, denn es gibt ja ein Zeitfenster, muss man doch nochmal die Frage nach der Verantwortung stellen. Ich habe nicht gesagt, wir stellen nicht die Frage nach der Schuld, aber Verantwortung. Verantwortung heißt, Sie stehen für das ein, was passiert im Namen Deutschlands. Und da möchte ich doch nochmal die Frage stellen, wenn es so klar ist, auch für Sie, dass die Regierung die Verantwortung trägt, bleibt das völlig ohne Konsequenz? Also natürlich trägt die Regierung die Verantwortung. Ich lehne es ab, in dieser Situation, wo Menschen gerettet werden, unter lebensgefährlichem Einsatz von Soldaten über Schuldzumessung zu reden. Aber natürlich, die Regierung muss ihr Handeln rechtfertigen. Das ist in einer Demokratie so, gar keine Frage. Wir werden auch sagen, dass wenn wir den Ratschlägen anderer gefolgt wären, wäre es alles noch viel schlimmer und viel früher gekommen. Aber ich werde gar nichts beschönigen, sondern hier, das ist ein Scheitern. Es ist ein Scheitern des Westens und es ist auch eine Mitverantwortung und auch ein Scheitern Deutschlands. Das ist völlig klar. Aber es gilt auch jetzt, nach vorne zu schauen, was sind eigentlich die wirklichen Konsequenzen, die Schlussfolgerungen nach Aufklärung, die stattfinden muss. Aber was sind die Konsequenzen? Die können wir zum Teil noch nicht ermessen. Aber so geht es mit deutscher und europäischer Politik und Außenpolitik nicht weiter. Denn wir haben ja auch erneut Ohnmacht der Europäer erlebt in einer Situation, die unsere Interessen betrifft. Ich glaube, auch die Perspektive nach vorne muss man auch ziehen. Ja, das war es im Wesentlichen. Gregor Gysi sagt dann noch, dass er es toll findet, dass Röttgen immerhin die eigene Regierung kritisiert. Gut, das ist Diplomatie und Rhetorik, mehr ist das in meinen Augen nicht, denn natürlich wird es keine Konsequenzen haben, das sagt Röttgen hier ja auch ganz klar, wieder mal mit einer völlig wirren Begründung und die Tatsache, dass also jetzt Menschen gerettet werden von Bundeswehrsoldaten, spricht eigentlich nicht unbedingt dagegen, dass ausgerechnet die, die für dieses ganze Desaster verantwortlich sind, Konsequenzen ziehen müssen, beziehungsweise Konsequenzen gezogen werden. Aber wir wissen ja im Prinzip spätestens seit Andi Scheuer, dass ein Rücktritt in der deutschen Politik in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren faktisch eigentlich gar nicht mehr geht, denn also selbst kriminelle Energie und Korruption und strafbare Handlungen führen ja nicht zu Rücktritten. Also von daher, Ursula von der Leyen mit ihren ganzen Beraterverträgen hat das Ganze dann überstanden, indem sie nach Brüssel gegangen ist. Also Lagarde ist, glaube ich, sogar verurteilt wegen, was war denn das, Steuerhinterziehung, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht spekulieren, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, also es wird natürlich keine Konsequenzen geben, zumindest keine personellen Konsequenzen, davon können wir ausgehen. Da lege ich mich jetzt fest, ich zeige da auf am 21.8. Und sollte ich mich da täuschen, wäre das natürlich, ja, je nachdem, wie das Ganze dann läuft, schön gewissermaßen, aber ich glaube nicht, dass ich da daneben liege. Ja, das war also Demokratietheorie von Norbert Röttgen, CDU, der uns klargemacht hat, welche Entscheidungen wie von der Bundesregierung getroffen werden, was für eine Rolle das Parlament dabei spielt bzw. nicht spielt und dass Anträge von der Opposition offensichtlich kategorisch und aus Prinzip abgelehnt werden müssen, was dann zu Situationen führt wie die, die wir gerade erleben. Ja, das war's für den Moment eigentlich auch. Röttgen ist also wirklich so dermaßen unterirdisch, dass man wirklich, also weiß ich nicht, egal. Gut, dann folgt jetzt noch ein kleiner Best-of-Rückblick von Röttgen zusammengeschnitten. Die tollsten Aussagen, die er heute gemacht hat, einfach nochmal zusammengefasst. In diesem Sinne, ich verabschiede mich schon mal und bis bald. Einen guten Abend.
Ja, es geht aber auch, ja, ich habe dagegen gestimmt, aber warum? Es geht auch nicht darum, ja, weil es nicht darum geht, dass wir Anträge beschließen, sondern es ging darum, dass die Regierung so handelt, dass sie ihrer Schutzverantwortung gerecht wird. Das wird nicht in Anträgen im Bundestag beschlossen, sondern das ist, hätte sein müssen, das aktuelle Regierungshandeln. Daran hat es gefehlt. Also über diese Fragen, man muss jetzt auch das so sehen, wie im politischen System solche Fragen behandelt werden. Sie werden nicht dadurch behandelt und entschieden, dass die Regierungsfraktionen dem Oppositionsantrag zustimmen. Es geht um das Tun der Regierung und nicht um einen Antrag, der im Bundestag gestellt worden ist. Das ist nicht unser politisches System. Nee, Moment, doch, es passt zusammen, weil es führt jetzt auch an der Stelle nicht weiter. Es wird darüber nicht im Parlament entschieden. Es wird darüber in der Regierung entschieden und die Regierung handelt und nicht durch Anträge im Parlament, auch nicht durch ein Gesetz, sondern es geht um das Regierungshandeln. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Diese Aussage, dass ich das nicht wiederholen darf, ist die Aussage, dass man vorbereitet sein muss, weil jetzt ja manchmal die Ursachen verdreht werden. Man muss mein Argument nicht übertreiben. Ich habe nicht von 100 Jahren oder 200 Jahren gesprochen. Das ist eine 2001 eine Selbstverteidigung gegen den internationalen Terrorismus, der aus Afghanistan operiert hat, gegeben hat. Und das, was es in den letzten Jahren gegeben hat, das war nicht Krieg. Also ich muss wirklich sagen, Wandel durch Annäherung mit den Taliban. Das heißt, Sie waren schon immer dafür, dass die Taliban doch ihr Unwesen treiben. Das ist ein Teil der Katastrophe, dass diese Frage jetzt erstmal war eigentlich erstmal gar nicht zu beantworten ist. Nein, die Koalitionsfraktionen haben den Antrag der Oppositionsfraktion abgelehnt. Das stimmt, das ist aber nicht der Punkt. Ja, es muss Verantwortung geben, aber ich finde diese Parteipolitisierung, den Wahlkampf abstoßend, wird dem Ernst und der menschlichen Dramatik dieser Situation nicht gerecht. Das ist völlig klar, aber es gilt auch jetzt, nach vorne zu schauen, was sind eigentlich die wirklichen Konsequenzen, die Schlussfolgerungen. Ich glaube, auch die Perspektive nach vorne muss man auch ziehen. Was sind eigentlich die wirklichen Konsequenzen? Gut.